Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Es wird ernst. Die vorletzte Woche Domian beginnt jetzt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die Woche mit euch. Und ich bin gespannt auf die Themen heute. Wir haben heute, wie immer montags, eine Freithemennacht. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Paul. Paul ist 27. Guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, Hallo. Dich heute zu sprechen. Ja, schön, dich zu sprechen. Ja. Um was geht's? Ich rufe deswegen an, weil ich von Hodenkrebs betroffen bin, aktuell noch. Mhm. Ist in der Form eigentlich ein Krebs, der zu 80-99% heilbar ist. Ja. Ich habe aber jedoch durch einen Mix aus Selbstschuld, weil ich Symptome sehr lange ignoriert habe und später auch bei verschiedenen Ärzten falsch behandelt wurde, bin ich in das höchste Stadium gerutscht, Stadium 3C. Bei Hodenkrebs gibt es kein Stadium 4. Ja. Und dort ist halt die 5 Jahre Überlebenschance nur noch 45% etwa. 45%? Genau, also das sinkt drastisch zwischen Stadium 3b und 3c. Welche Signale hast du übersehen, Paul? Das fing lustigerweise damit an, dass Anfang des Jahres, also diesen Jahres 2016, eines Morgens bin ich wach geworden, meine beiden Brustwarzen haben wehgetan. Ich dachte mir erstmal, das kann doch nicht wahr sein, was ist das? Habe mir aber vor kurzem quasi ein T-Shirt gekauft, was eine Naht hatte auf Brustwarzenhöhe. Das habe ich weggeschmissen, weil ich dachte, das kommt daher. Wurde natürlich nicht besser, aber na gut, auf Arbeit viel zu tun. Ich hatte echt keine Lust, wegen sowas zum Arzt zu gehen. Ja, und da fing es damit quasi an. Danach fing es an mit Schmerzen in der Hüfte, starke Rückenschmerzen. Ach, da war das erste Signal waren Schmerzen an den Brustwarzen, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, genau. Das liegt aber daran, als Mann sollte man ja kein Schwangerschaftshormon haben, einen Hodenkrebs. Mein Mann produziert aber Schwangerschaftshormone. Und das ist das Beta-HCG. Das sollte ein Mann quasi als Einheiten pro Liter unter 0,1 haben. Ins höchste Stadium rutscht man, sobald man dort 50.000 hat oder noch mehr. Das ist dann schon natürlich eine Hausnummer. Eine hochschwangere Frau hat unter 200.000 und ich hatte über 200.000. Oh. Dann erzähl mal weiter. Genau, ja, das fing dann an mit leichten Schmerzen erst in der Hüfte. Mir wurde gesagt, ja, brauchst du deswegen nicht zum Arzt zu gehen. Ich bin dann mal durchchecken lassen. Da hieß es, eingeklemmter Nerv. Ich habe Spritzen bekommen unter Röntgenstrahlen quasi in den Rücken rein. Die haben aber nur für einen Tag geholfen. Dann habe ich mir noch eine Zweitmeinung geholt. Da hieß es auch, Verspannung, lass dich mal massieren. Und Zeit verging. Genau, also insgesamt erst im August lag ich im Krankenhaus, weil ich nicht mehr atmen konnte. Also es hat wirklich schon beim Atmen wehgetan. Ich habe in der Nacht innerhalb von einer halben Stunde so viel geschwitzt. Ich bin wach geworden und dachte, ich habe mich eingenässt. Hast du denn am Hoden nichts gespürt, dass da irgendwelche Knüppelchen sind oder nichts? Also ich hatte mit 16 war ich schon mal beim Urologen, weil mein Hoden ein bisschen uneben war, der linke, der jetzt auch lustigerweise befallen war. Aber da war nichts, also der war einfach uneben. So, dazu kommt, dass der Hoden für mich keine erogene Zone war, also meine Freundin als auch ich habe mir da jetzt nicht dran rumgespielt, so dass ich jetzt gemerkt hätte, dass da jetzt was ist. Er war schmerzempfindlich, das wäre auch ein Zeichen gewesen, habe ich auch ignoriert. Aber es war jetzt nicht so, es war wirklich so, ich lag im Krankenhaus eine Woche lang, bevor die Diagnose gestellt haben. Ich hatte ja erst Verdacht Lymphdrüsenkrebs, weil die Lymphknoten sind aufgefallen. Ich hatte 12 cm Lymphknotenmetastasen im Bauchbereich bereits. Und da wurde ich noch gefragt, ob ich untenrum was gemerkt hätte, hodentechnisch. Ich sagte auch noch nein, habe ich nicht, alles okay. Also da war man dann auf jeden Fall schon mal auf der Spur, es ist ein Krebs, das war dann nicht mehr zu übersehen und dann ist die Diagnose gestellt worden. Was ist jetzt dann danach passiert, nachdem die Diagnose klar war? Ja, danach war es wirklich so, dass die Urologen gesagt haben, sofort die Chemotherapie, weil ich halt sofort geschritten bin. Und der Hoden musste entfernt werden wahrscheinlich?
Der linke, genau. Ja. Also der rechte zum Glück nicht. Mhm. Deswegen brauche ich jetzt irgendwie keine Testosteronpräparate. Auf die kann ich verzichten. Ich könnte jetzt theoretisch unter Umständen auch Kinder kriegen. Mhm. Das stellt sich natürlich alles noch heraus. Auf jeden Fall wurde er entfernt. Mir wurde ein Port eingesetzt. Das heißt? Port ist ein Zugang, der wird in der Schulter, also ja, Brust-Schulterbereich eingesetzt. Der ist verbunden mit einer Vene. Da wird die Chemotherapie rübergegeben, so, damit okay. man nicht jedes Mal stechen muss. Achso, ich dachte, im Hodenbereich gäbe es einen Port. Okay, also, nee, verstanden, ja. Okay. Mhm. Genau, und dann ging es auch schon los mit der Chemotherapie. Also ja, wie hast du die vertragen? Ja, ich war wirklich, einen Tag vor der Chemotherapie war noch der Geburtstag meiner Freundin. Wir haben uns jetzt letztens noch Fotos angeguckt, also ich sah aus wie ein Geist auf den Fotos. Ja. Da ging es mir wirklich sehr schlecht, ich konnte mich kaum bewegen. Ich habe es kaum geschafft von der Couch noch zum... zur Toilette, weil ich so voller Schmerzmittel war, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, wegen der Metastase, die im Bauch auf die Wirbelsäule gedrückt hat. Hat man denn irgendwas Operatives eigentlich auch gemacht? Außer dem Hoden rausgenommen? Ja, das steht noch an. Ach, das steht weil an. Zu dem Zeitpunkt waren die Metastasen einfach zu groß. Nicht operabel. So, durch die Chemotherapie, nach dem ersten Zyklus von 4 Zyklen, ich hatte jetzt 4 Zyklen Chemotherapie hinter mir, sind die Metastasen so weit zurückgegangen, dass sie gar nicht mehr gedrückt haben. Mhm. Das heißt, ich konnte bereits nach 3 Wochen ohne Schmerzmittel. Da ist 80% der Tumormasse ungefähr gesunken. Den letzten Zyklus, also den 4. Zyklus vorerst, habe ich jetzt Mitte November beendet. Ja. Und jetzt, wann stehen jetzt die Operationen oder die Operationen an? Am 14.12. steht ein CT an. Da wird sich entscheiden, wie es drin jetzt aussieht. Ja. Und dann Anfang Januar die OP. Oh, da hast du eine ganze Menge schon mitgemacht jetzt. Ja, es könnte schlimmer laufen. Es könnte schlimmer, aber natürlich auch mental. Ne? Man setzt sich dann ja plötzlich mit einer Sache auseinander, mit der man sich eigentlich mit 27 so nicht auseinandersetzen würde. Ja, ich war nie in meinem Leben krank. Kein einziges Mal. Mhm. Also wirklich kein einziges Mal krank. Ich hatte noch nicht mal, ja, vielleicht einmal alle 2 Jahre eine Grippe oder so. In der Familie gab es keine Krebsvorbelastung, noch nie. Seit Generation der Erste, der irgendwie Krebs hat. Jetzt hast du gerade gesagt, dass weil es so spät entdeckt worden ist, die Überlebenschancen, die Heilungschancen von 80 auf 45, hast du gesagt, genau. Gesunken sind. Was macht diese Information mit dir? Ja, die habe ich erfahren, als ich zum Krankenhaus kam zur Chemotherapie. Man baut sich quasi so kleine Schlösser. Anfangs sagt man, okay, Hodenkrebs ist sehr gut heilbar. Man informiert sich, man redet sich sehr gut ein, okay, ich überlebe das, das kann man irgendwie schaffen. So, dann reicht natürlich so eine kleine Information wie das in dem Fall. Die zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und ich brauchte nach Psycho-Onkologen, die am Krankenhaus direkt für mich zur Verfügung standen. Die dich aufgefangen haben und... Sofort, genau. Mein Professor war auch ein super Mensch. Der kam sofort zu mir, also der Onkologe. Der hat mich auch sehr gut aufgefangen. Und danach habe ich eigentlich nicht mehr dran gedacht. Also ich habe jetzt auch nicht mehr dran gedacht, ob ich sterbe oder überlebe. Ich habe wirklich während der Chemotherapie die Tage mit der Familie von mir oder mit der Familie der Freundin wirklich genossen. Also es war jetzt, früher habe ich echt alles für den Beruf gemacht, habe gesagt, ich habe da keine Zeit, am Wochenende mache ich das. Was hast du beruflich gemacht oder machst du beruflich? Ich bin also bei einer Bank angestellt, aber da leitende Position, deswegen habe ich da viel Zeit investiert und auch gern gemacht den Job. Ja, ich glaube auch, das ist jetzt völlig, völlig Wahnsinn, wenn du dich jetzt in so eine Angst hineinsteigern würdest, in eine Todesangst. Es geht ja jetzt darum, dass man Schritt für Schritt das gut macht und übersteht, was ansteht. Jetzt hast du die Chemotherapien hinter dir, das ist offensichtlich gut gelaufen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Operation, drück mir die Daumen, dass das auch alles sehr gut läuft. Und ich glaube, so muss man sich auch so von Hoffnung zu Hoffnung hangeln, dass man also Schritt für Schritt wieder mehr in die Therapie und in die Genesung kommt. Das ist richtig, ja. Also man soll sich nicht zu viele Hoffnungen machen, aber man soll auch nicht den Teufel an die Wand malen. Man wird einfach mental angreifbar. Das merkt man dadurch, dass man einfach die Schicksale, man liegt ja auf einer onkologischen Station, man merkt da, was da für Schicksale sind auf dem Flur. Man darf ja nicht die onkologische verlassen, während man angeschlossen ist an die Chemotherapie. Da läuft man die Flure lang, dann sieht man das Elend von Leuten, das hat mich auch ehrlich gesagt aufgefangen. Natürlich, wenn ich jetzt Leute gesehen habe, denen es viel schlechter geht, die aber selber sagen, ich schaffe das. Warum soll ich dann vor diesen Leuten sagen, ja, ich schaffe das nicht? Die vielleicht im Verhältnis noch schlimmer dran sind als du. Natürlich, zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da muss man sich auch nichts vormachen, meistens.
meistens, mhm, sage ich jetzt auch. Mhm. Ich habe auch mit jemandem auf dem Zimmer gelegen, der hatte Bauchfelldrüsenkrebs, aber dem ist die Prognose gut. Mhm. Weil gesagt wurde, nach der OP, das wurde so frühzeitig erkannt durch einen Zufall. Mhm. Ja, und solchen Leuten erzähle ich dann nicht, dass ich mit Hodenkrebs denke, dass ich sterbe. Wie hat sich das Verhältnis zu deiner Freundin verändert durch die Krankheit? Also für mich steht es schon fast fest, dass das, also was heißt fast fest, offiziell sage ich das natürlich noch nicht, aber das ist für mich die Frau fürs Leben. Mhm. Weil sie sehr lange, genau, zur Seite steht und sie sich jetzt bewiesen hat, wirklich als gute Partnerin. Genau, wie sollte man das sonst besser beweisen? Natürlich, ja. Genau. Ja. Das ist so ein Standpunkt, ja. Aber deine Geschichte lehrt, dass man wirklich noch genauer auf sich Acht geben muss und sich beobachten muss, auch wenn man jung ist. Genau, also nichts ignorieren am eigenen Körper. Und auch mal gerne, also das Wichtigste ist eine Zweitmeinung beim Arzt. Mhm. Das habe ich gelernt. Definitiv, ja. Dass ein Arzt sagt, nee, das ist nichts, dass man da wirklich hinterfragt. Wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht, mhm, dann stimmt wirklich was nicht. Mhm. Also dann keine Schmerzmittel schlucken. Die Schmerzmittel waren der Schlüssel zu dem, was, also wo ich jetzt gelandet bin. Ja, ich glaube auch, das ist die hohe Kunst der Medizin, eines Mediziners, ein guter Diagnostiker zu sein. Dass wenn jemand so mit den Symptomen zu dir kommt, dass der genau überlegt, was könnte es sein, woher könnte es rühren, dass man alles abklopft und abcheckt, ja, und nicht so schnell eine Spritze einfach gibt gegen die Schmerzen oder sowas. Genau. Mhm. Oder dass man einfach sagt, ja, die älteren Herren kriegen Prostata-Untersuchungen, Darmkrebsvorsorge ist auch für die ältere Fraktion, sag ich mal. Mhm. Aber warum wird nicht einfach mal mit dem Ultraschall über den Hoden geguckt, das ist alles mehr. Ja, das ist einmal mit dem Ultraschall. Ein paar Minuten ist es fertig. Ja. No, dann erspart man viel Zeit, die ich jetzt haben musste. Ja, genau. Paul, ich drücke dir wirklich die Daumen. Und ich hoffe sehr, und das klingt eigentlich doch ziemlich gut, dass du über den Berg kommen wirst. Und ich sag dir, auch so ein schlimmer Einschnitt hat seine positiven Seiten. Du wirst einen anderen Blick auf das Leben kriegen, wenn du erstmal aus diesem ganzen Schlamassel raus bist. Und das ist eine positive Entwicklung. Ich denke auch. Ja. Also ich denke auch, dass das irgendwie noch gut läuft und noch Glück gehabt irgendwo, ja, genau, hoffe ich. Alles Gute und toi, 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 Paul. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Perfekt, danke. Tschüss, Paul. Dir auch noch für die Zukunft alles Gute. Dankeschön, Paul. Ciao, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und weiter geht's mit der Monika. Die Monika ist 62. Guten Morgen, Monika. Monika hat den Ton nicht abgestellt. Das höre ich schon. Und sie hört mich auch nicht. Hallo Monika. Ja, hallo Domian. So. Das ist mir eine riesengroße Freude, dass ich doch nochmal dazu komme, mit dir zu sprechen. Bitte den Ton runterstellen vom Fernseher oder Radio und nicht in den Fernseher schauen, während du mit mir sprichst. Dann, okay, mache ich. Bist du verwirrt. Na, noch ist er nicht weg. Bist du am Fummeln? So. Ja? So, jetzt geht's los, oder? Ja, okay. Also meine Geschichte könnte die Überschrift haben, eine traurige Geschichte mit einem glücklichen Ende. Erzähl sie uns. Ja, es begann also alles am 2. September 2001 auf Rhodos in Griechenland. Da habe ich den absoluten Mann meiner Träume kennengelernt. Ein Griechen oder ein Deutscher? Nein, ein Engländer. Ein Engländer, ja. Der da auch Urlaub machte, so wie der du. Der da auch Urlaub machte, ja, genau. Ja, okay. Und ich habe ihn eines Abends angesprochen. Ich habe ihn so beobachtet. Ich wusste, dass er hat nicht geflirtet oder um sich rumgeguckt. Ich wusste also, wenn ich mit ihm in Kontakt kommen möchte, ich muss ihn ansprechen. Mhm. Und dann habe ich allen meinen Mut zusammengenommen und habe es tatsächlich gewagt. Ich wusste, ich hatte ihn vorher schon sprechen hören, weil er eine sehr, also weithin hörbare Stimme hatte. Ich wusste, dass ich Englisch reden musste. Mhm. Und als er mich dann einlud, mich an seinen Tisch zu setzen, in dem Moment, und als er anfing mit mir zu sprechen und ich die Stimme das erste Mal hörte, habe ich gewusst, von der Seite dieses Mannes werde ich nie wieder weggehen. Es war dieses Sekundenbruchteile von großer Liebe, die mich dadurch flutet hat. Also Liebe auf den ersten Blick. Bitte? Ich sage Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick, aber voll und ganz. So, und dann haben wir es tatsächlich geschafft, die ganzen nächsten Jahre telefonisch, später über SMS und E-Mail in Kontakt zu bleiben. War er denn damals auch alleine auf Rhodos? Er war alleine, ja. Wie passend. Und war er zu der Zeit auch alleine? Er war überhaupt auch alleine, ist es auch bis zum heutigen Tag immer gewesen. Okay, dann habt ihr fleißig telefoniert und Und wie, stundenlang, nächtelang, ja. Ist denn da
während des Urlaubs auf Rhodos noch was gelaufen zwischen euch beiden? Ich habe es versucht, weil ich es von Anfang an wollte und er hat da schon eher ein bisschen abwehrend reagiert. Er hat den einen entscheidenden Satz gesagt, er sei kein guter Liebhaber, er könne aber ein großartiger Freund sein. Und genauso hat es sich in den ganzen Jahren dann auch herausgestellt. Es war ein wunderbarer Kuss eines Abends noch in dieser Woche auf Rhodos, aber mehr niemals. So, dann bist du zurück. Gar nicht, die dann ganzen bist du Jahre nicht. Bitte, dann? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Die ganzen Jahre, also kein Sex, niemals. Wie viele Jahre wart ihr denn dann befreundet oder zusammen? Bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag? Also jetzt sind es 16 Jahre insgesamt schon. Moment mal, und dann hast du ihn damals doch auch mal in England besucht oder er dich in Deutschland oder wie lief das? Na, er kam immer, er machte alle 2 Jahre eine Deutschlandreise, so jeden zweiten Tag eine andere Stadt. Mhm. Und auf diese Reisen hat er mich mitgenommen. Und da die haben wir gemeinsam gemacht. Ja, und da bei den ersten Malen ist auch gar kein, es ist nichts gelaufen und von ihm auch nein, keine... Ich hab den Fehler gemacht, ich habe ihn ein bisschen zu sehr gejagt. Ich wollte das immer, aber er wollte halt einfach nicht. Und es ist genau bei dem geblieben, wie er es von Anfang an sagte. Aber wie hast du dir das damals, heute weißt du wahrscheinlich die Erklärung, aber wie hast du dir das damals erklärt, dass er nichts von dir erotisch, sexuell wollte? Ich hatte verschiedenste Theorien. Erst natürlich, ob er gesund sei oder irgendwas. Mhm. Oder ob er vielleicht schwul ist. Mhm. Aber nichts von dem, keine meiner Theorien hat sich je bewahrheitet. Was ist denn nun der Grund? Heute weißt du es. Ich vermute, dass ihm vielleicht mal eine Freundschaft mit einer Frau kaputt gegangen ist, dadurch, dass sich Sexualität abgespielt hat. Ich kann es nur vermuten, ich habe ihn... Wie? Du hast bis heute... Er hat dieses typische British Understatement, also er spricht nicht viel über Gefühle und solche Dinge. Ja, Moment mal, aber ihr seid ganz enge Freunde mittlerweile. Entschuldige, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Ihr seid ganz enge Freunde. Entschuldige, ich höre es nicht. Ich fragte, ihr seid jetzt ganz enge Freunde. Wir sind ganz eng befreundet. Und dann und kann man das nicht... Traurige Teil. Es kam das Jahr 2013, da waren wir für den Mai wieder verabredet. Er hatte immer schon die ganzen Hotels gebucht vorher, aber immer Einzelzimmer. So, und dann bekam ich am 29. April unter der Dusche einen heftigen Schlaganfall. Mhm. Dieses berühmte von jetzt auf gleich war mein ganzes bisherige Leben vorbei. Ja. Der hat mich dann, ich bin linksseitig gelähmt, dann im Rollstuhl gelandet und ohne große Chancen, da jemals wieder rauszukommen, leider Gottes. Mhm. Und jetzt das glückliche Ende der Geschichte und das auch für mich so überraschende und wunderschön beglückende. Seit ich den Schlaganfall hatte, hat Paul innerlich richtig aufgemacht mir gegenüber. Er ist liebevoller denn je. Er hilft mir, er unterstützt mich, wo er nur kann. Er kommt mich im Schnitt alle 4 Monate besuchen. Mhm. Er ist auch jetzt wieder eine Woche lang hier. Mhm. Also nicht jetzt gerade im Zimmer, aber eben die Woche wieder hier. Ja. Und ich weiß genau, es wird bis an mein Lebensende bleiben. Ich bleibe wirklich an der Seite dieses Mannes. Mhm. Und ich liebe ihn so dermaßen. Also eine größere Liebe kann man sich gar nicht vorstellen. Weiß er, dass du ihn so sehr liebst? Bitte, ich verstehe dich so schlecht. Es ist komisch. Weiß er, dass du ihn so sehr liebst? Ja, ich sage ihm, dass ich dosiere das immer ein bisschen gut, damit ich ihn nicht überfrachte. Mhm. Aber ich sage ihm, ich spreche es auch durchaus auch. Also am Anfang habe ich mich das nicht getraut, aber mittlerweile jetzt längst. Aber wenn man, verstehst du mich? Bitte? Wenn man so vertraut ist miteinander, ja. Dann könnte man doch irgendwann auch mal die Frage stellen, warum ist das bei dir eigentlich so, wie es ist? Oh, Dome, es fällt mir ein bisschen schwer, dich gut zu verstehen. Ich weiß auch nicht, was... Ich sag's nochmal, wenn man so eng miteinander vertraut ist, dann müsste man doch irgendwann mal auch die Frage stellen an ihn, warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Was ist mit ihm los? Ja, theoretisch könnte ich das schon machen, aber ich bin so beglückt über die Situation, so wie sie jetzt ist. Und bei mir hat auch dieser... Ich könnte heutzutage auch gar keinen Sex mehr haben. Und ich könnte mir vorstellen,
dass das für ihn eine gewisse Sicherheit auch darstellt, weil ich habe einen Dauerkatheter. Ich bin linksseitig nicht mehr, ich bin gelähmt, wie gesagt, Sex ist sowieso nicht mehr drin. Also, und dass er sich insofern jetzt mir gegenüber auch sicher fühlt, weil er weiß, dass ich diese Erwartungshaltung nicht mehr habe. Hatte er denn in all den Jahren eine Freundin, eine Beziehung? Nein, hat er nicht, überhaupt gar nichts. Keine One-Night-Stands, das habe ich ihn schon ab und zu mal gefragt, aber er hat mir immer ganz, ganz ehrlich geantwortet. Und also, okay, vielleicht sollte man auch gar nicht daran rühren. Das ist jetzt so, wie es ist, gut und ihr habt euch arrangiert und du bist glücklich, dass er da ist und er weiß dich offensichtlich auch. Oh, Domin, Entschuldigung, ich muss mehr raten, was du sagst. Ich höre es so schlecht. Ja, ich glaube, das können wir dann nicht so weiterführen, weil ich immer 3-4 Mal sagen muss. Ich glaube, es ist gut, so wie es ist, wollte ich sagen. Monika, ich habe gesagt, es ist gut so, wie es ist. Ja? Sie hört mich nicht mehr. Liebe Monika, ich glaube, wir brechen es mal ab, sonst funktioniert das nicht so richtig. Ich finde, das hat eine gute Entwicklung genommen und beglückwünsche dich zu dieser Beziehung. Alles Liebe und alles Gute weiterhin. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, darf ich, Domin? Ja, natürlich, ja. Ich habe ein großes Problem trotzdem, und zwar komme ich mit meiner Schmerzsituation überhaupt nicht zurecht. Ich habe so spastische Krämpfe linksseitig in den Gelenken und mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden, und damit komme ich psychisch gar nicht klar. Ob ich wohl mit deiner Nachtpsychologin oder mit einer Psychologin noch kurz reden sprechen absolut. Könnte heute, das wäre ganz toll. Sehr gerne, Monika, das machen wir so. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, und Domin, ich wollte mich bei dir bedanken für die wunderbaren, tollen Jahre und die lange Zeit, die du uns von deinem Leben geschenkt hast. Und es ist natürlich sehr, sehr traurig, dass du jetzt aufhörst. Ich wollte nur noch eine, könntest du dir vielleicht vorstellen, einfach mal 1-2 oder auch längere Jahre Pause zu machen, mit der Option, vielleicht doch noch mal zu uns zurückzukommen? Oder ist es ausgeschlossen? Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Okay, schade. Liebe Monika, vielen, vielen Dank für deine netten Worte. Und du legst jetzt auf und die Heike ruft dich gleich an. Okay? Ich danke dir herzlich, Domin. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, danke schön, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wo wir gerade beim Danke sagen sind, jetzt muss ich euch was erzählen und was zeigen. Heute ist etwas sehr Spektakuläres bei uns angekommen. Und zwar, es sind 2 Pakete gekommen. Ich hole die mal rauf. Ich habe die hier unten auf dem Boden hingestellt. Ich habe jetzt mal ein Paket mitgebracht. Und das muss ich jetzt den Radiohörern erklären. Die Fernsehzuschauer können es einigermaßen sehen. In diesem Paket sind 26 selbstgestrickte Schals. Die nehme ich jetzt mal aus dem Paket raus und lege sie hier auf den Tisch. Und das ist wirklich ganz toll. Das ist wirklich etwas ganz Tolles. Ja, 26 selbstgestrickte Schals. Und diese Schals, sagt man eigentlich Schals oder Schale? Schals, glaube ich. Sind heute eingetroffen von Herrn D. Nieland aus Hagen. Und Herr D. Nieland hat uns wirklich eine Riesenfreude gemacht, denn jeder Schal ist für einen Mitarbeiter vom Domian-Team. Und ich habe meinen mal hier oben drauf gelegt und Herr Nieland, so heißt er, hat sich die Mühe gemacht, in jeden Schal, das kann man jetzt im Fernsehen nicht so sehen, aber ich erzähle es einfach mal, in jeden Schal den Namen reinzustricken. Irgendwie so, sodass das etwas größere Löcher sind. Und wenn man das gegen das Licht hält, kann man den Namen erkennen. Und bei mir hat er sich noch ein bisschen noch mehr Mühe gemacht. Nämlich die Unterschrift von meiner Autogrammkarte ist hier reingestrickt. Das ist wirklich ganz toll. Lieber Herr Nieland, ich muss mal auf das Paket hier gucken. Große Freude. Jeder hat jetzt einen Schal von Ihnen oder von dir. Und das ist ein tolles Andenken, sowohl an die Sendung, wenn die Sendung vorbei ist, haben alle Mitarbeiter noch einen schönen Schal, der hoffentlich viele Jahre sie wärmt. Und das ist ein tolles Andenken an sie oder an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt werde ich mal diesen Riesenhaufen von Schals wieder hier runter buxieren von meinem Studiotisch. Sonst kann ich ja gar nicht ganz normal hier moderieren. So. Die werden gleich verteilt.
Das war heute eine Sensation hier. So, ihr Lieben, weiter geht's mit André oder André. André ist 24. Guten Morgen. Hallo. Hallo. André, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Bin natürlich wie jeder andere aufgeregt. Ja. Mir geht es darum, dass ich alternativ eingestellt bin, also in gesellschaftlichen Themen. Ich analysiere sehr gerne die Gesamtgesellschaft, hinterfrage, was öffentlich als gegeben hingenommen wird und recherchiere, was kaum bekannt ist. Aber mich faszinieren dabei besonders alternative Konzepte zum bisherigen System. Ja. Zum Beispiel Geldsystem, Bildungssystem. Ja. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Bevor du ein bisschen näher erzählst, was machst du sonst so im Leben? Was machst du beruflich? Ja, erstmal bezeichnen könnte man mich, dass es vielleicht ein bisschen klarer wird, am ehesten als Verschwörungstheoretiker, Revolutionär und Voluntarist. Das sind so die drei. Voluntarist? Was ist ein Voluntarist? Ich kenne nur einen Volontär. Genau, davon stammt das auch ab. Voluntaristen sind quasi eher philosophisch eingestellte Anarchisten, beziehungsweise die auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie kann es tatsächlich aussehen anstatt Chaos. Okay, finde ich sehr spannend, aber dennoch die Frage, wie und womit verdient der Anarchist sein Geld? Sprich du. Ich tatsächlich nicht. Ich habe eine volle Erwerbsminderung. Wie kommt's? Wegen diversen psychischen Problemen, die ich habe. Ach so. Das heißt, das ist ein Krankheitsbild im Hintergrund. Genau, wobei ich auch das ein bisschen kritisch sehe, bin ich krank oder die Gesellschaft, aber das ist auch wieder ein alternatives Thema. Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Du hast, wer ist krank, die Gesellschaft bin oder du? Bin ich krank oder die Gesellschaft? Das ist dann sozusagen eine philosophische Frage, die man dann noch stellen kann. Die man oft stellen kann, in der Tat, sehe ich auch so. Gibt es eine Bezeichnung für deine psychische Erkrankung? Also die Psychologen haben diverse Diagnosen, Asperger, Autismus, Dysthymie. Das ist, glaube ich, eine abgewandelte Form von Depression, soziale Phobie, wobei ich an der schon ziemlich gut gearbeitet habe. Also Asperger kann man ja vielleicht so ganz profan übersetzen, sind Menschen, die eher so in ihrem Kosmos leben, die eigentlich relativ schlecht nach außen treten können. Ich will es gar nicht bewerten, sondern die nicht so rausgehen können, die auch in der Kommunikation anders sind als die, die das nicht haben. Es sei denn, sie haben gelernt, anders umzugehen mit Menschen. Manchmal ist es auch so bei Asperger-Patienten, dass sie die Empathie, die man vielleicht als Normalgestrickter hat, auch nicht so haben. Ist das bei dir auch so? Also Empathie zu verstehen, wie andere sich fühlen anhand von Gestik und Mimik, ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Aber nicht so schlimm wie bei anderen. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Jeder, wie man es nennt, ist ja anders. Ja. Aber natürlich, Emotionen eigene hat natürlich in der Regel jeder Asperger-Autist sogar manchmal stärker ausgeprägt, also eigene Emotionen. Dann hast du doch wahrscheinlich... Oder zum Beispiel Mitgefühl, das haben Autisten häufig auch stärker als andere. Sie können es halt nur nicht an Mimik und Gestik so leicht sehen. Mhm. Mir hat mal ein Autismus erkrankter Mann erzählt hier in der Sendung, dass er diese Sendung oft schaut, um zu lernen und mitzukriegen, wie andere Leute fühlen und reagieren. Kannst du damit was anfangen? Nee, ich scheine das irgendwie anders gemacht zu haben. Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, André, da hast du eine ganze Odyssee von Krankenhaus- und Psychiatrieaufenthalten schon hinter dir. Ja, Psychologen habe ich damals, aber nicht wegen Autismus, sondern weil ich mich einfach miserabel wegen Depressionen gefühlt habe. Mhm. Wo wir dann aber auch beim Alternativen wären. Die Psychologen haben mir allesamt nicht helfen können. Erst als ich mich alternativ informiert habe, was auch einer der Antriebe dazu war. Mhm. Bei einem meiner, wie ich ihn nenne, geistigen Väter, also die am meisten Einfluss auf meine Meinungsbildung hatten. Mhm. Gerald Hüther heißt der ist sogar recht bekannt. Durch Vorträge von ihm habe ich es dann tatsächlich geschafft, mein Denken so zu ändern und meine Sicht auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, dass ich dadurch die Depressionen verloren hatte. Also. Während die Psychologen es nicht geschafft haben. Ist das ein guter Weg? Du brauchtest keine Medikamente, du brauchtest keine Therapien, sondern man hat die Inhalte beigebracht, erklärt, nahegebracht.
Genau, wie Menschen falsch leben, falsch miteinander umgehen, das erklärt ja Gerald Hüther sehr schön. Und was denn häufig auch Ursachen für die meisten Probleme sind. Gerald Hüther hat ja einmal gesagt, die Psychiatrien wären leer, wenn die Menschen vernünftig miteinander umgehen. Er sagt also, dass wirklich alle dort sind, weil andere Mitmenschen vorher was falsch gemacht haben. Mhm. Die können aber häufig nichts dafür, weil sie selbst ja auch das Falsche erlebt haben. Menschen gehen ja falsch miteinander um. Ja, ist dieser Mann auch Arzt oder Psychiater? Er ist Professor für Hirnforschung. Ah ja. Er hat jetzt, glaube ich, vor kurzem seinen Ruhestand gelangt. Jetzt möchte ich mit dir sprechen über das, was du anfangs angedeutet hast, über Verschwörungstheorien, über alternative Konzepte. Was brennt dir denn am meisten auf den Nägeln? Welches Thema oder welche Theorie beschäftigt dich am meisten? Ja, am meisten interessiert mich wirklich, wie alles besser laufen könnte. Also quasi eine Kombination aus verschiedenen Fachbereichen, ein anderes Geldsystem, ein anderes Gesellschafts- und Staatssystem und ein anderes Bildungssystem. Das sind so die drei Kernpfeiler, würde ich sagen. Okay, ich pick mal eins raus, was vielleicht die meisten dann so, wo man auch gut folgen kann mit den Geldsystemen, ist ja immer sehr kompliziert, wenn man nicht in der Materie ist. Staatssystem. Was für ein Staatssystem fändest du gut? Das wäre dann quasi das Stichwort des Voluntarismus. Es gibt auch diverse YouTube-Kanäle, wo ich die meisten Geistesblitze hatte. Und mein favorisiertes System wäre so, dass halt, wie Voluntarist halt meint, der meint, dass keine Machtausübung unfreiwillig stattfinden darf, keine Gewalt und so weiter. Das heißt, es gäbe zum Beispiel keine Steuern, weil das ist ja im Prinzip, wenn man das ein bisschen überspitzt formuliert, nichts anderes als Schutzgelderpressung. Ne? Und, okay, aber ich hake gleich ein. Wie soll ein Gemeinwesen finanziert werden, wenn es keine Steuern gibt? Ja, finanziert werden, da ist immer dieses Argument, was gebracht wird. Erstens, von den Steuern werden ja sehr viele schlechte Dinge finanziert. Ich würde sogar vermuten, von der Prozentzahl der Großteil. Eine ganze Menge Gutes aber auch. Wenn man an die Gehälter der Politiker denkt oder die Krise und so weiter, ne? Oder sinnlose Bauwerke, die nicht fertig werden, um mal einen kleinen Hieb nach Berlin zu geben. Ne? Okay, du würdest also unterscheiden, da wären wir uns ja einig, dass es eine gute Einsetzung von Steuern gibt und eine Fehleinsetzung. Wärst du denn dafür, dass Steuern zumindest für gute Zwecke eingesetzt werden? Ich bin der Meinung, dass wenn die Menschen frei über dieses Geld verfügen könnten, von sich aus, für die guten Sachen von sich aus spenden würden, anstatt dass man sie dazu zwingen müsste. André, du hast ich würde mal fast sagen, ein rosarotes Menschenbild. Du glaubst im allen Ernst, wenn alles ganz frei wäre, würden die Leute freiwillig das machen? Ich glaube es nie im Leben. Es gäbe Chaos und Mord und Totschlag. Wenn es kein Reglement auf der... Aber das sagen alle Menschen. Also ich habe mit vielen Menschen bisher darüber geredet und jeder Mensch sagt genau das. Das heißt, diese Menschen würden es ja schon mal tun, weil sie es schlecht fänden, wenn nicht gespendet wird. Du zum Beispiel würdest mit Sicherheit spenden, ne, so wie du drauf bist. Ich glaube aber, das ist eine Minderheit von Menschen. Auch was Macht anbelangt, ein staatliches System muss doch Machtstrukturen haben, damit zum Beispiel Kriminalität im Griff bekommen wird. Da gäbe es aber auch Alternativen, die ohne Zwang und Gewalt funktionieren würden. Dann erzähl mir also das mal. Zumindest theoretisch. Und ich bin auch der Meinung, dass es funktionieren würde. Eine Alternative wäre sowas Ähnliches wie die Schufa, nur nicht so miserabel organisiert und auch nicht für Finanzielles, sondern sowas Ähnliches für das Verhalten von Menschen. Dass es also verschiedene Karteien gibt, in denen die verschiedene, von mir aus auch verschiedene moralische Kodexe haben. Jeder Mensch kann also dann frei entscheiden, welchen dieser Karteien okay, er beobachtet. Ich verstehe. Ich gehe immer dazwischen, sonst wird es zu lang. Und Menschen, die sich nicht daran halten, die werden in diese Kartei eingetragen. Da wird ihnen nicht Geld weggenommen als Geldstrafe und die werden auch nicht eingesperrt, sondern das ist dann eher sowas wie eine Sanktion. Weil Menschen, die in der Kartei stehen, werden ja dann so würdest du zum Beispiel, haben. So würdest du auch mit einem Kindermörder umgehen? Genau, wenn also so ein Kindermörder, wobei ich das Kinder seltsam finde, ist ein Kindermörder schlimmer als ein Erwachsenenmörder. Ein Mörder? Eben, genau.
Und so ein Mörder, der da in der Kartei steht, würde besonders viel Aufmerksamkeit kriegen und der hätte dann wahrscheinlich schon Schwierigkeiten, ein Brötchen zu kaufen. Aber der dürfte frei weiter rumlaufen. Genau. Aber bei den Strafen geht es ja auch, das sagen ja auch offizielle Leute, weniger darum, sie wegzusperren, außer jetzt bei Visumsverfahren, sondern das Hauptargument, was ich immer für solche Strafen höre, ist ja die Abschreckung. Mhm. Und die Abschreckung ist, finde ich, bei so einer Sanktion genauso hoch, weil es ist schlimmer, frei rumzulaufen und sich nicht mehr ernähren zu können, weil keiner mit einem handeln will, als in einem Knast zu sitzen. Dann, die Obdachlose wollen sogar drin sitzen, weil es gar nicht so schlimm ist. Okay, dann würdest du den verhungern lassen? Den Täter? Ich würde ihn nicht verhungern lassen, aber es würden wahrscheinlich viele Leute verweigern, ihm was zu verkaufen. Ich selbst würde es wahrscheinlich nicht tun. André, aber dann liegt es an jedem Einzelnen, ob er ihm was verkaufen will oder nicht. Was ist mit Menschen, die in Sicherheitsverwahrung kommen, die hochgefährlich sind, die nicht umsonst lebenslang eingesperrt werden, um die Gesellschaft zu schützen? Mit brutalen Tätern, die schlimmste Taten vollbracht haben, die willst du auch frei rumlaufen lassen? Ja, ich wüsste nicht, warum nicht. Wie gesagt, das gleiche Problem, was ich eben schon gesagt habe. Um Schlimmeres zu verhindern, Die Menschen können sich ja dann im Prinzip auch selbst schützen. Wie, dann bist du für Bewaffnung? Dann bist du für Bewaffnung der Menschen? Selbstverständlich. Es ist doch ziemlich sinnlos, wenn nur die Verbrecher bewaffnet sind, und ein Bewaffnungsmonopol. Heute ist es so. Dann haben wir Selbstjustiz und jeder läuft mit der Knarre rum und wir haben das absolute Chaos. Ich finde das toll, wenn du dir Gedanken machst über alternative Systeme, das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber das ist wirklich Wolkenkuckucksheim, was du da erzählst. Da gehe ich halt nicht von aus. Und dazu kommt, wenn ein alternatives System länger läuft, vor allem das Bildungssystem besser läuft, ich bin der Meinung, dass Verbrecher überhaupt erst durch die schlechte Gesellschaft entstehen, weil kein Mensch wird so geboren. Lange soziologische Diskussionen, gibt es kilometerlange Abhandlungen drüber. André, uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Wir nehmen es mal einfach so als Gedankenanstoß mit, was du gesagt hast. Und jeder kann sich da vielleicht eine eigene Meinung bilden. Ich möchte gerne noch was anmerken. Ja. Die Sendung wird ja später auf Red Domian auf YouTube hochgeladen und wenn irgendjemand noch weitere Fragen hat, werde ich dort in den Kommentaren aktiv sein. Das wollte ich gerne noch anmerken. Okay, guter Tipp, guter Service. André, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch und super, dass du diese Sendung so lange gemacht hast. Ich kann es gut nachvollziehen, dass man dann auch mal eine Auszeit braucht. Ich verfolge dich wirklich schon sehr lange, schon als jüngeres Kind. Mhm. Also Dank dafür und viel Glück für danach. Ich danke dir vielmals, André, und alles Gute dir auch. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.38 Uhr und hier ist unser Thema für diese Woche. Das wird das vorletzte Thema überhaupt in dieser Sendung sein. Nämlich das Thema, das habt ihr euch ja ausgewählt in der Abstimmung. Das Thema heißt extreme Neigungen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die ganz spezielle Vorlieben haben. Also zum Beispiel im sexuellen Bereich, Vorlieben sexueller Natur oder die extreme Essgewohnheiten haben, ganz krasse Essgewohnheiten haben oder die extreme Hobbys oder sonstige Angewohnheiten in ihrem Leben pflegen, die ja eigentlich auch sehr weit von der Norm weggehen, die irgendwie extrem sind. Wenn ihr also gerne mit mir über dieses Thema extreme Neigungen sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de. Da ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder dann auch gerne während der Sendung. Unser Thema Mittwoch, extreme Neigungen. Es geht weiter mit Mustafa. Mustafa ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja. Sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist, Mustafa. Ja, ich mich auch. Ich komme aus Afghanistan. Ja. Und als Flüchtling seit fast 4 Jahren bin ich schon in Deutschland. Ach, seit 4 Jahren schon? Ja. Wie bist du hierher gekommen, Mustafa? Auf welchem Weg? Also erstmal geflogen bis Türkei und dann von Türkei aus nach Griechenland mit Boot. Also es war so sehr klein. Mit ungefähr
Also diese Geburt war geeignet für 30 oder so. Aber wir waren 40, dass wir da rein gehen mussten. Hattest du Angst um dein Leben, als du auf das Boot gestiegen bist? Ja, also da, ich hatte mehr Angst vor diesen Menschen, die Schleuse, die hatten Messer und so. Die hatten gesagt, entweder geht ihr da rein oder wir schlagen euch. Wie viele Schleuser waren mit auf dem Boot? Wir waren drei. Drei. Und wie viele Flüchtlinge insgesamt? Also 40 mit Frauen und Kindern. 40 oder 140? Nee, 40. 40. Wie lange hat die Überfahrt gedauert, bis ihr dann in Griechenland wart? Das war ungefähr 4,5 Stunden. Und wie ging das dann weiter? Also weiter in Griechenland oder wie? Ja genau, ihr seid in Griechenland angekommen und dann? Ja, und dann sind wir gegangen zur Polizei und wollten da also Asyl geben. Ansonsten hatten wir uns nicht angenommen. Mhm. Und die Polizei haben gefragt, wohin geht eure Reise? Also ich wusste damals nicht wo, weil meine Familie hat wegen mir direkt mit Schleuser gesprochen. Und dann, ich wusste damals nicht nach Deutschland oder wo. Achso, dein Ziel war gar nicht Deutschland am Anfang. Also ich selbst wusste gar nicht, die Schleuser wussten das. Ich war damals 16, vor fast 4 Jahren. Und ich konnte, also meine Eltern sagten mir, dass ich soll gar nicht da reden und so. Das macht alles Schleuser. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber wie auch immer, du bist dann nach Deutschland gekommen. Ja, genau. Ja, jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück. Vor 4 Jahren, das war vor der großen Flüchtlingswelle, die wir voriges Jahr erlebt haben. Warum hast du dein Land Afghanistan verlassen? Also das war nicht freiwillig. Meine Eltern wollten das. Und ich wollte zusammen mit meiner Familie kommen oder überhaupt weggehen. Die ganze Familie ist dort geblieben. Ja, genau. Wegen Geld. Sie hatten nicht genug Geld. Und warum hat die Familie dich weggeschickt? Weil sie wollten nicht, dass ich erstmal Krieg mitmache. Erstens Krieg mitmache und zweitens deswegen, ja, da ist nicht das Leben sicher. Man weiß nie, wann, wenn man stirbt. Ja. Da ist das Leben von beiden Seiten, erstens von den Taliban. Und sie sagen, dass wir sollen Bart haben und so alles machen, was sie wollen. Und zweitens von NATO oder USA. Ja. Dass, wenn sie uns sehen, also die Männer und so mit Bart, dann sagen die, ihr seid Taliban und dann schlagen die einfach oder nehmen sie mit einfach weg. Ich unterbreche mal immer wieder, Mustafa, so ganz gut verstehen wir dich nicht. Wenn die Antworten kurz sind, verstehen wir dich besser. Geht es deiner Familie heute gut, nach wie vor? Leben alle und sind sie gesund? Also das weiß ich gar nicht. Du hast keinen Kontakt zu deiner Familie? Nee, und das ist auch Grund, dass ich bis vor 5 Monaten in Klinik war. Ach so. Warum hast du keinen Kontakt zu deiner Familie? Das ist sehr gefährlich, wenn da jemand mitbekommt, dass die Menschen so mit in Europa oder in den USA oder so Kontakt haben. Ach so. Das ist ja eine ganz schlimme Situation. Du weißt nichts von deinen Eltern, du hast wahrscheinlich Geschwister. Also ich habe meine Schwester und einen Bruder. Genau. Du weißt nichts von deinem Bruder, von deiner Schwester, von deinem Vater, von deiner Mutter. Du weißt gar nichts, was los ist. Nee. Deshalb wollte ich auch zurückgehen. Und ich weiß nicht, wo sie sind, weil wir sind zusammen von unser Dorf weggegangen und ich weiß jetzt gar nicht, wo sie sind. Ich wollte zurück zum Militär gehen. Du würdest gerne wieder zurückgehen? Ja, also zum Militär, also dann muss ich mitkämpfen, bleibt nicht anders. Was machst du im Moment in Deutschland? Also im Moment, ich wollte gerne hier ein normales Leben haben, so Schule machen und so. Aber könnte ich nicht, weil es zahlt so viel für mich. Allein, ohne Familie. Ja, klar. Ich war 16. Ja, ja.
Und ich wüsste gar nicht, wie es meiner Familie geht und wie soll ich hier weiter allein leben. So. Und dann habe ich angefangen, mich zu kratzen. Ah ja, und Selbstverletzung, ja. Mhm. Genau. Und dann, ich habe auch versucht, mich umzubringen, bin auf die Autobahn gegangen. Mhm. Und da haben mein Betreuer mich gefunden. Und dann haben sie mich in die Klinik gebracht. Und ich war bis vor 5 oder 6 Monaten da, mhm, stationiert. Also, ja. Mustafa, jetzt ist etwas ganz Schreckliches in Freiburg passiert. Das habe ich auch mitbekommen. Eine junge Frau ist von einem afghanischen Flüchtling vergewaltigt und ermordet worden. Ja. Spürt ihr, du hast wahrscheinlich Freunde aus Afghanistan, spürt ihr irgendetwas, dass die Menschen euch deshalb jetzt noch distanzierter behandeln oder sogar schlechter behandeln? Also vor diesem Fall von Freiburg war das auch nicht besser. Mhm. Wie empfindest du es denn, wie du behandelt wirst von den Deutschen? Wie behandeln dich die Deutschen? Also ich habe noch nicht von Deutschen was Schlimmes erlebt. Du hast noch nichts Schlimmes direkt erlebt? Nicht. Mhm. Also so direkt. Aber indirekt schon. Was denn zum Beispiel indirekt? Zum Beispiel, wenn sie nicht mit mir reden wollen, obwohl das sie mit mir zu tun haben. Mhm. Und ich fühle mich so, ob ich gar nicht Mensch bin. Mhm. Wenn sie reagieren so. Mhm. Manchmal, also manche. Das ist sehr schlimm. Nicht alle. Das tut mir sehr leid. Aber ich kann das auch ein bisschen verstehen, wenn ein Afghane sowas macht. Wenn ich da wäre, hätte ich ihn einfach auf die Presse gehauen. Und ja, ich habe alles, wenn ich sowas sehe, versuche ich alles, die Menschen zu helfen. Ich will dir erstmal... Deutschland hilft uns und dann... Ja. Mustafa, ich will dir erstmal ein Kompliment machen. Du hast schlimme Sachen hinter dir, du bist aus deiner Familie rausgerissen worden, du hast keinen Kontakt zur Familie und hast tapfer schon mal unsere Sprache gelernt. Ich wäre stolz, wenn ich so gut deine Sprache könnte, wie du unsere Sprache kannst. Das ist schon mal eine tolle Leistung. Respekt, das finde ich sehr gut. Ja, danke schön. So. Wie geht es jetzt aber weiter? Du sagst, du willst zurück nach Afghanistan. Ist das denn nicht viel zu gefährlich für dich? Also das ist gefährlich, weil wenn ich zurückgehe, dann muss ich kämpfen. Aber hier sehe ich auch keine Zukunft. Also ich muss hier auch mit Angst leben, dass ich vielleicht irgendwo von Neonazis oder so angegriffen werde. So, die mich angreifen oder so. Mhm. Wo lebst du denn? In welcher Stadt in Deutschland? In Göttingen. In Göttingen. Mhm. Ja, also ich habe Betreuer, zwei, ein gesetzlich und ein ambulante Betreuer. Mhm. Mhm. Und die sagen mir, dass es sowas nicht gibt in Göttingen, aber man weiß ja nie. Mustafa, ich will dir mal sagen, ich verstehe deine Angst wirklich. Aber ja, du darfst dich nicht zu sehr in diese Angst hineinsteigern. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir etwas passiert in Göttingen, ist relativ gering. Ja, also... Es steht nicht in jeder Ecke in Göttingen Neonazi und haut euch einen auf den Kopf. So ist es Gott sei Dank in unserem Land nicht. Und es gibt ja, die hast du ja auch kennengelernt, viele, viele deutsche Leute, die sich auch toll um euch, die ihr geflüchtet sind, kümmern. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht nur deswegen, weil ich fühle mich so... ausgegrenzt, also nicht normal wie alle anderen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich ganz einfach... Das fällt mir schwer, hier zu leben, wenn ich mich nicht normal, also gleich bin wie anderen. Mhm. Ich könnte mir zum vorstellen, hinzu kommt... In Schule oder so. Ich war auch in Schule, da war auch nicht normal. Mhm. Es ist aber auch eine Einsamkeit, kann ich mir gut vorstellen. Du bist halt ein einsamer junger Mann, weil du niemanden hast hier, den du näher kennst.
Ja, das stimmt, weil ich kann ja niemand vielleicht will mit mir zu tun haben oder so, weil ich war auch in Schule, hatte ich keine Freunde. In Klinik haben die immer gesagt, wegen Flüchtlinge geredet und so, haben sie immer gesprochen und so. Also nicht gute Sachen. Mustafa, ich finde es ganz toll, dass du hier anrufst. Ja, ich wollte nur sagen, dass was in Freiburg passiert ist, wenn ich da wäre, hätte ich die Mädchen geholfen und wenn ich auch mein Leben verlieren könnte, hätte sie geholfen. Das ist sehr nett, dass du sagst und es ist auch sehr wichtig, dass du das sagst. Ich danke dir sehr. Ich danke dir dafür also sehr herzlich. Also sowas passiert in Afghanistan jeden Tag. Ja, dass sie solche Sachen machen, sehr schlimm, egal wo. Mustafa, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und deine guten Worte. Und ich wünsche dir ich wünsche dir von Herzen Glück. Ich wünsche dir, dass du dich hier besser einlebst und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du Kontakt bald haben wirst zu deiner Familie. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Mustafa. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So. Und hier ist Marion. Marion ist 50. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen, Domian. Liebe Marion, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ich möchte mit dir über meinen Sohn sprechen und über häusliche Gewalt. Mein Sohn übt schon seit Jahren häusliche Gewalt mir gegenüber aus. Wie alt ist er? 17. 17? Mhm. Und er übt seit Jahren, also seit Jahren schlägt er dich? Ja. Wie alt war er, als das angefangen hat? Also als er auffällig wurde, war er 6 Jahre, 7 Jahre. So jung? Ja, so jung. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Wie hast du damals, als er auffällig wurde, als er noch so klein war, wie hast du darauf reagiert? Ich habe zuerst gedacht, er hätte ADHS, weil er auch sehr zappelig war, unruhig war, immer grenzüberschreitend war. Ich habe ihn damals schon testen lassen. Dann hieß es, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Man empfahl mir, ihm Medikamente zu geben, die ich ihm aber nicht gegeben habe, weil ich auf reinen Verdacht hin natürlich keine Medikamente gebe. Das zog sich dann weiter. In der Schule war er sehr auffällig. Es hat sich so von Jahr zu Jahr hat sich das gesteigert. Und mit 10 Jahren habe ich ihn dann zu einer Diagnosestellung in eine Klinik gegeben. Dann hieß es, er hat autistische Züge. Ich habe dann das Jugendamt eingeschaltet und seitdem wurde es von Jahr zu Jahr einfach nur noch schlimmer. Heute ist es so, dass er schon mehrere Anzeigen hat. Er hat auch schon Gerichtsverhandlungen wegen Körperverletzung. Also weil er nicht nur dich verletzt, sondern andere Leute auch? Weil auch andere, ja. Mhm. Was hat er denn mit dir bisher, nenn mal einen sehr schlimmen Fall, was hat er mit dir gemacht? Er vertritt mir die Gelenke, vor allem meine Handgelenke. Hat er mir so vertritt, dass ich Blutergüsse in den Fingergelenken hatte. Mhm. Zum Beispiel. Oder er schlägt mir den Kopf gegen die Wand. Oder er tritt mir Blutergüsse an die Beine oder sonst irgendwas. Also schlimme Sachen. Wie oft kommt das vor? Es kann theoretisch jeden Tag vorkommen. Ich versuche ihm aus dem Weg zu gehen. Also wir haben kein normales Leben mehr hier. Ich muss ihn komplett in Ruhe lassen. Ich darf ihm nicht begegnen, ich darf ihn nicht ansprechen, ich darf überhaupt nichts zu ihm sagen, dann ist das schon zu viel. Was macht er? Geht er noch zur Schule? Er geht noch zur Schule, allerdings sieht es momentan so aus, als würde er die Klasse nicht schaffen. Ja. Er hat im gesamten Schuljahr noch keine Arbeiten mitgeschrieben. Gibt es ein Wechselspiel der Gefühle bei ihm, dass er sich zum Beispiel auch mal entschuldigt bei dir? Das ist vorbei, das macht er nicht mehr. Aber er sagt hinterher immer, also als dann auch diese sichtbaren Verletzungen da war er schon erschrocken. Also er sagte dann, das kann ich nicht gewesen sein, das glaube ich nicht. Ja. Und ich merke auch tatsächlich, dass er in der Wut so im Rausch ist, dass er hinterher
oft gar nichts mehr davon wusste, was er getan hat. Und er ist dann hinterher auch so erschöpft, dass er sich hinlegt und auf der Stelle einschläft. Er verausgabt sich komplett damit. Mhm. Wie soll das weitergehen, bis er dich ersticht? Ja, heute hat er mir zum ersten Mal gesagt, er will mich umbringen, ja. Ja. Und ich bin dann mit ihm in die Notaufnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren. Das war dann die geschlossene. Und da hieß es dann, sie könnten ihn nur zur Krisenintervention hier behalten. Das heißt, sobald die Krise sich beruhigt hat, also morgen, würde er dann wieder nach Hause kommen. Ist er jetzt dort? Nein, ich habe ihn mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen, weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Dann muss ich den Weg nochmal dahin fahren, um ihn abzuholen. Für eine Nacht. Mhm, das eine ist Nacht. Absurd. Ja, das ist wirklich absurd. Wäre er denn da geblieben? Wahrscheinlich nicht, nein. Und das ist auch das ganz große Problem. Jede Form von Therapie oder auch Klinikaufenthalt beruht auch in diesem Alter bereits auf Freiwilligkeit. Mhm. Wenn er dem nicht zustimmt, kann ich überhaupt nichts machen. Und mir sind dadurch alle Hände gebunden. Wann wird er 18? Nächstes Jahr im August. Du könntest ihn rausschmeißen? Dann ja. Jetzt noch nicht? Jetzt noch nicht, weil ich jetzt noch meine Aufsichtspflicht ihm gegenüber habe. Das heißt, du könntest ihn jetzt auch, du hast es eigentlich gerade schon beantwortet, aber ich sage es doch nochmal, du kannst ihn nicht zwangseinweisen lassen. Genau, ich kann ihn nicht zwangseinweisen lassen, das gilt dann nur für eine Krisenintervention. Und dann müsste er, wie man ihm auch vorhin sagte, er soll sich freiwillig vorstellen, um eventuell dann in einer Tagesklinik, an einer Tagesklinik teilzunehmen. Das ist ja eigentlich eine unhaltbare Situation. Ja, da ist eine Frau, du, die vollkommen überfordert ist mit diesem fast erwachsenen jungen Mann, die Angst um Leib und Leben vielleicht mittlerweile hat. Und es gibt keine gesetzliche Möglichkeit, dass es zu einer Trennung zwischen Mutter und Sohn kommt, wovon letztendlich beide profitieren würden. Genau. Solange er dem nicht zustimmt, gibt es da keine. Aber mit 18 geht das dann schon? Mit 18 geht es, ja. Aber was ist mit 18 nicht schon alles passiert? Mhm. Ja? Das ist noch lange hin, bis nächstes Jahr August. Genau. Mhm. Er hat im Prinzip jetzt auf die Rolle eingeschossen, dass er der Böse ist. Das ist seine Rolle, die lebt er jetzt. Das ist vorhin auch ganz klar geworden durch diesen Streit, den wir hier wieder hatten. Er lebt das Böse. Also er braucht sich nicht mehr anzustrengen, um irgendwas Gutes zu machen. Er verkörpert das sozusagen, er lebt es. Hast du mit dem Jugendamt über den Fall gesprochen? Ja, natürlich. Was sagen die? Nichts Neues zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau. Das ist wirklich ungeheuerlich, finde ich. Ich bin seit 6,5 Jahren mit dem Jugendamt darüber in Kontakt. Das heißt, um Gottes Willen das nicht hoffen, aber wenn dir wenn dir irgendwas passieren sollte, du hast genügend Signale gegeben, helft mir und keiner hilft dir. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was wäre denn, wenn du jetzt beispielsweise einen seelischen Totalzusammenbruch bekämst und du müsstest dauerhaft in eine Klinik? Was wäre denn dann mit ihm? Diese Frage habe ich der Dame vom Jugendamt auch gestellt. Und dann sagte sie, das wäre ja meine Privatsache. Dann müsste ich eben privat dafür sorgen, dass er irgendwie versorgt sei. Das kann doch nicht angehen. Ach, das ist die Antwort. Ja, ich glaube dir, dass die das geantwortet hat, aber das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Ja, ich habe sogar schon die Antwort bekommen. Ach, bisher haben sie es noch immer geschafft. Marion, du hörst gerade die Musik im Hintergrund. Ich finde diesen Fall wirklich sehr bewegend und auch empörend, was du mir gerade erzählst. Ich möchte meine Zuschauer und Zuhörer bitten, die aus diesem Bereich Ahnung haben, bitte mailt uns. Und wir würden es gerne an Marion weitergeben oder vielleicht mit einem von euch auch morgen nochmal darüber sprechen, was man in so einem Extremfall tun kann. Okay, Marion? Ja, das wäre ganz toll. Ich fühle mich so allein gelassen damit. Okay, alles ist klar geworden. Bitte mailen an domian@wdr.de. Wir melden uns bei dir, Marion. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich freue mich auf euch. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.